Moin Moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich stelle heute für unseren YouTube-Kanal Modbox ja einen neuen LS22 Mod vor. Und zwar geht es darum, ist ein Skript, deswegen auch nur für PC und für Mac, leider nicht für unsere Freunde der Konsole. Gibt es in dem Skript, dass ihr sagen könnt, dass ihr bei den, Aufträgen von den KIs quasi euch, wenn ihr eine Erntemission habt, wo Stroh entsteht, euch das Stroh quasi für euch so als kleines Bonus-Gimmick snacken könnt. Ihr seht, ich habe den Vertrag angenommen, Feld 47 ernten, da ist jetzt glaube ich, Hafer drauf. Ne, Weizen. Ich habe jetzt die Farbe nicht aus, ich habe eigene genommen, dass ich den Helfer mal ernte. Wie ihr seht, ich habe den eingestellt, dass der Stroh drauf wird, genau. Und normal wäre es so, dass wenn ihr hier mit dem Ladewagen und der Presse oder sonstiges ranfahrt, würde nichts passieren. Ich habe jetzt einfach mal mir einen Deutz gemietet mit einem Glas Ladewagen und werde euch jetzt zeigen, dass ihr einfach das Stroh, so wie es da jetzt kommt, könnt ihr das einfach aufnehmen und quasi für eure Zwecke benutzen, sei es für die Tierstelle, sei es für zum Verkaufen. Ihr könnt natürlich auch Ballen pressen, ihr könnt das Stroh so lange nutzen, solange die Mission aktiv ist. Wenn ihr natürlich das Feld abgeerntet habt und habt das Erzeugnis hingebracht, wo es laut Vertrag hin soll, dann ist das Stroh weg. Da habt ihr natürlich keine Chance. Ihr müsst diesen Vertrag bei so lange offen halten und nicht abschließen, bis ihr quasi euch um das Stroh gekümmert habt. Es reicht, wenn jetzt einfach nur das Feld so klein ist und ihr einen Ladewagen voll Stroh rauskriegen würdet, reicht es, wenn es bei euch im Ladewagen ist und ihr dann quasi dann die Mission abschließt. Ja. Ne? Und das Stroh könnt ihr quasi wirklich, das könnt ihr euch, das könnt ihr verkaufen oder einlagern, so wie ihr wollt. Da gibt es keine Einschränkungen. Das könnt ihr bei jeder Mission machen, wo halt Stroh anfällt. Und ja, könnt natürlich die Mission noch ein bisschen ertragreicher machen, weil so seht ihr, bekommen wir 4392. Und wenn ihr das Stroh natürlich verkauft, ich weiß nicht, wo liegt der aktuelle Strohpreis hier auf meiner Map, würdet ihr noch 127 pro 1000 Liter bei den beiden Verkaufs- und Viehmarkt oder Biomasseheizkraftwerk bekommen. Ja, das ist eigentlich so. Der Mod, mehr gibt es da eigentlich gar nichts zu sagen. Außer, dass wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr diesen Mod findet. Ob ihr eher sagt, na, das ist eher so ein bisschen Art Cheat. Oder sagt ihr, nö, warum nicht? Ich meine, gehört dazu, weil auch nicht dran steht, dass der Stroh auswerfen soll oder nicht. Also dementsprechend schreibt die Kommentare voll. Ich freue mich über jeden Kommentar und jedes Däumchen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao.